Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Die griechischen Inseln waren und sind seit vielen Jahrzehnten Traumziele deutscher, sonnenhungriger Urlauber und Urlauberinnen. Glasklares, blaues Wasser, weiße Sand- und Kiesstrände, Sonne garantiert, Erholung. Speisen, die dort im Land viel besser schmecken als im griechischen Restaurant um die Ecke. Feta, Tzatziki, Gyros und gefüllte Weinblätter und die legendäre griechische Gastfreundschaft. Einigen Deutschen gelang es, sich dort ein Feriendomizil zu kaufen, dank der Steuervorteile. Traumziel war und ist Europa für viele Menschen aus jenen Ländern, in denen die jungen Frauen und Männern kaum eine Perspektive haben. Sie machen sich auf den Weg, denn Klimawandel und Dürre, Überschwemmungen als Folge, Globalisierung, Zerstörung der örtlichen Wirtschaft, Korruption, ein miserables Gesundheitswesen, oft auch schlechte Bildungsbedingungen und Mangelernährung machen das Leben schwer. Sie machen sich auf den Weg in das Traumziel Europa und landen dann dort, auch in einem Traumziel der Europäer, der Nordeuropäer, auf Lesbos. In einem Camp, einem Gefängnis, das für 3000 Menschen gebaut war und nun 20.000 beherbergt. Vielleicht ist beherbergt noch zu gut beschrieben. In zugigen Zelten unter schwierigsten, unmöglichen hygienischen Bedingungen, nicht genug zu essen, nicht genug zum Dortsein, extrem. Und nun müssen die NGOs, die Hilfsorganisationen gehen, weil natürlich auch dort die Ausbreitung des Coronavirus droht. Und was ist mit den Menschen, die dort bleiben? Sie können keinen Abstand halten, kein 1,50 Meter. Sie können nicht für Hygiene sorgen, es ist einfach nicht möglich. Eine Fotografin aus Deutschland ist dorthin gefahren, denn der Tagesschaubericht ließ sie nicht in Ruhe. Sie fuhr hin und dokumentierte Fotos über das Leben oder den Versuch des Überlebens in Moria. Die Ansteckungsgefahr ist riesig. Machen wir uns nichts vor. Vor unseren Augen droht ein Massensterben. Moria, so hieß auch der Berg, wo Abraham dachte, Gott habe ihm befohlen, seinen Sohn Isaak zu opfern. Er war folgsam, aber Gott hinderte ihn daran. Gott gab ihm einen Bock, den er schlachten konnte, und hinfort solle nie ein Mensch für andere Menschen geopfert werden, weder im Judentum noch im Christentum. Nicht wissentlich und nicht willentlich. Und was geschieht in Moria? Opfern wir die Menschen für unsere vermeintliche Sicherheit, für unser Wohlergehen?
Wir können nicht sagen, wir hätten nichts gewusst. Und darum finde ich eine Initiative von Sea-Watch, die Boote ins Mittelmeer schicken und versuchen, Flüchtlinge zu retten, ganz wunderbar. Sie sagen, die Kreuzfahrtschiffe hätten doch ohnehin keine Gäste. Warum schicken wir nicht die Kreuzfahrtschiffe dorthin, evakuieren die Menschen aus Moria, bringen sie unter, ernähren sie, schützen sie vor Erkrankung und schaffen damit Sicherheit für die Geflüchteten und für uns alle. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.